Tja, in dem Sinne ist es halt mal wieder richtig schön hier, der Dog Simulator. Wie Sie sehen Sie Nichts. nichts. Irgendwelche Drogen genommen, Ken. Digga, wenn ich nachts solches Lachen hören würde, würde ich ein bisschen Angst bekommen. Schon ein bisschen creepy. Mitmachen. Ich meine, generell, also Kinder können schon creepy sein. Jetzt wird's heller. Ein Typ wurde einfach vom Bären skalpiert, ey. Und redet dann auch noch, dass der Bär nicht schuld wäre. Und. Das ist alles so schön redet, ich weiß nicht, ey. Raubtiere sind Raubtiere. Keine Kuscheltiere. Obwohl denn? Bitte kuscheln. Gell? Ja, der Du gibt hast doch dir eine Erfahrung damit, Backpfeife, Keanu. Du hast doch auch schon mit Bären gekuschelt. Hast doch gesehen, was da hier ausgegangen ist. ja. Jeden Monat wieder. Machst du bitte Licht aus? Aha. 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 Und Sascha, wisst ihr schon, was jetzt da hier Kind Nummer 3 wird? Nein. Wann weißt du, wann wissen wir das? Wenn's Glück am Dienstag. Was ist deine Prediction? Ich sag die ganze Zeit Junge. Willst du einen Junge haben? Bei mir ist es eigentlich egal, aber ich hab's irgendwie im Gefühl. Meine Frau sagt, wird Mädchen. Irgendwie alle sagen, es wird Mädchen. Weißt du, was man sagen muss? Hauptsache, es kommt gesund zur Welt. Ja, das ist Hauptsache. Deswegen, mir ist es ja eigentlich egal, aber ich hab's irgendwie im Gefühl. Wahnsinn, da kenne ich dich jetzt schon so lange, dass du jetzt schon zum dritten Mal Vater wirst. Wahnsinn. Du Ja. alter Sack. Schon zu alt. Bam, 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 bam. Oh, es wird hell. Siehst du genug, Keanu? Ja. Ich mein Bildschirm mal heller gemacht. Das ist sehr, sehr schön. Musst du noch mal zum Brunnen? Nee, eigentlich Dann nicht. Wir lass uns können. kurz runter zum Laden gehen. Ja. Okay. Und dann laufen wir Nord-Dingsbums Richtung Nico. Oh, Blindgranate. Boah. Vor mir ist ein scheiß Zombie. Weg. Digga, die haben einfach genug zum Essen. Eigentlich nur gucken, ob ich 308er Munition finde. Digga, Ja, dass ich es hätte immer noch noch kein Eis. automatisches Sprinten gibt, ist nur irgendwie ein Verbrechen. Och Junge. Mag die Skorpion nicht. Die Scheiße. Kann ich nicht oft genug sagen. Auch für die Zombies ist sie eigentlich gerade nicht schlecht. Die Scheiße. Er hat gerade drei Schüsse geschluckt oder so. Der Kopfschüsse ist bei der O normal, One-Shot, aber die ist so generell halt scheiße. Ich könnte lilane Armbinden machen. Ja, lass mal machen. Boah, Ich hier war jemand. Ah ne, scheiße, das ist ja eine Downjacke. Fuck. Hab ich gerade voll verwechselt. Ja, passiert am besten. Warte mal, ich tu mal kurz mein Magazin nachladen. Ich hab eine Armbrust.
Nice. Dom da da die mit der Bier Macarena. Welcher Wichser war das hier? Achtung, ich mach den Zombie weg. Macarena. So, ich mach mich jetzt nochmal voll. Obwohl, wir könnten auch den Weg hier hochgehen und dann das Jagdcamp nochmal oben mitnehmen. Nach Klamotten gucken. Piss dich, scheiß Zombies. Oh, da sehe ich schon Queen Mountain. Ja. Wo seid ihr? Jetzt gerade Mogi. Lauf jetzt die Straße hoch Richtung Zelt, dass wir nach Novi kommen und von Novi nach Starisobo. Ja, dann lass da irgendwo treffen. Novi oder Stari. Stari oder Cabanino. Ja, lass Stari, dann können wir da nach Waffen gucken. Oh, ich weiß nicht, da immer zu looten ist irgendwie immer ziemlich anspannend. Hm? Ich spiele mit Nico und Keanu. Der hat keine Lust. Hm? Hat sie nach einem Tyron gefragt? Oh, süß. Nee, Leon hat gefragt, ob ich mit dir und Tyron spiele. Süß. Tyron hat keine Lust. Der miese Peter. Wir müssen aber auch wieder Fortnite spielen. Hm. Kannst du deine Kitty sagen, Alter? Musst du ein bisschen aufhypen. Schatz. Kannst du mir so ein Viererpack Energy geben, ma? Viererpack gleich, Alter. Rentner legt aber hier gleich richtig los. Digga, gleich ein Viererpack. Was sagst du, Nico? Als würdest du so ein Moderator sein von so einer Wettbewerbsshow. Boah, da rennt er gleich richtig los. Danke. Ich hab schon so oft mit den Rentner geschimpft, aber er tut sich diese Energy-Scheiße immer wieder reinhauen. Ich auch. Ich bin irgendwie so Zeit echt süchtig danach. Leider. Das ist gar nicht gut für die Knochen und fürs Herz. Ach, so eine Schnauze halten. Ja, das ist immer dasselbe Reden, Alter. Bis es mal richtig knallt, Alter, und dann, warum hab ich's getan? Nein. Direkt vor mein Fenster eine Vorratslieferung von Red Bull. Weil er das ist? Du musst mal deine Kinder DC zeigen. Die brauchen nichts. Einfach nur Fortnite. Ja. Für Fortnite. Für Fortnite. Sascha, sag dir mal, wir spielen das nächste Mal Fortnite. Leonie, wir spielen das nächste Mal Fortnite, soll ich dir sagen. Okay. Hm? Für Fortnite! Warte mal, wo sind wir hier? Wie Schnurje. Das heißt, wir müssen nördlich, hä? Oh je. Hä? Oh je. Weiß ich nicht.
sind wir? Wir sind nämlich neue. Wir sind jetzt unter Starry. Was für Idioten. Solche Deppen, Digga. Ich hab mich gerade in eine Base reingemogelt. Ich bin... Digga, hier ist ein Humvee! Jawoll! Scheiße, ich komm hier nicht mehr raus. Bitte sag, dass der voll ist. Ja, ich hab einen Humvee, der fahrbereit ist. Norden, da lang. Das ist jetzt nicht so gut. Und du kommst nicht raus, gell? Ja. Ah, okay, das war Koklovo, ne? Hm? Koklovo, dieser Ort hinter uns. Wo wir gerade waren. Ja. Nein, das war wie Schneue. Ah, okay. Digga, ich hab hier einfach einen Humvee. Der mir nichts bringt. Leonie, geh mal zur Mama. Schmecken tut's auch. Da ist doch schon. Starre. Nom nom. Sure. Oh, ich habe aber, glaube ich, hier genug Munition in der Base, um das aufzuschießen. Oh ja, genug. Digga, ich mach jetzt das Tor da vorne kaputt und fahr mit dem Humvee hier raus. Digga, wenn ich das schaffen tue, bin ich krass. Oh, wenn hier irgendwo ein Hammer wäre oder so. Oder ein Beil, Alter. Ich könnte einfach die Wand hier wegmachen von innen. Guck mal, vielleicht haben die irgendwo was. Bitte habt was. Das sieht echt gut aus. SKS mit über 200 Schuss. Ich habe hier ein ganzes Zelt voll mit AK Muni 74, das ist glaube ich über 400 Schuss oder so. Ach. Hier ist eine LAR. Das glaube ich jetzt nicht. Green Mountain? Ich glaube, ihr müsst zu mir kommen. Ich brauche Hilfe. Keine Ahnung, wo das ist. Ja, Sascha weiß, wo das ist. Das ist ja nicht so weit von euch. Nee. Ja, ich schieße das jetzt auf. Mir bleibt nichts anderes übrig. Wir machen kurz Dingsbums fertig. Hier, Starry. Und dann machen wir uns direkt auf den Weg zu dir. Lass einfach schnell das kleine Military da machen, oder? Ja, wir waren jetzt hier oben, Starry Willi. Ja, ich muss mal kurz was essen. Ja, ess ruhig. Musst du ja nur hinter die Route haben. Gottes Willen. Boah, ich glaube nicht, dass die Munition reichen wird. Das sind insgesamt drei ganze Wände, die weg müssen. Ui.
Gegner Zombies? Bis jetzt sehe ich keine. Aber ich glaube, hier war auch jemand. Ja, ich gehe zu den Zelten. Eine SKS. Munition für die SKS, perfekt. Und das bist du. Nix. Oh, ich hab eine M16, eine volle. Oh je. Was habe ich mich hier rein manövriert? Okay, schon mal Skorpion weg. Eine Weiger. So, die Arschkarte. Gott. Die SKS nämlich auch. Und ich habe eine kleine KS schon gut, oder? Was, die SKS? Ja. Ja. Hat der nie gespielt? Eine AKU. Die sind alle okay. Versucht so viel Munition wie ihr mitnehmen könnt. Einfach sammelt alles ein. Wir müssen das hier aufmachen. Ja. Ich komme hier sonst nicht mehr raus. Oh, the void. Warte ganz kurz. Alter, hier ist eine M4. Schmeckt. Mit Schalldämpfer, allem drum und dran. Wir sind jetzt hier Staroje Military. Warte, wo ist nochmal hier Staroje? Das heißt, wir müssen Südwest. Bitte beeilt euch. Lass mich mal bitte schauen, wo ist denn das auf der Map? Bei Celeno. Das heißt, wir müssen in die Richtung. Ich vielleicht rechts doch. Keanu. Auf. Doch, das könnte vielleicht doch reichen. Idealfall haben wir einen Humvee. Und gute Waffen. Da laufen wir noch richtig. Südwesten. So. Ah ja. Wo hat deine Mutter den Pfeffer geholt, Schatz? Da brauchst du ja wieder welche, oder? Ach so. Wenn du essen oder was zu trinken brauchst, Keanu sagt. Ich hab noch genug. Oh, mein Essen ist wieder auf gelb. Oh, da wird ganz schön geballert. Das bist du, oder, Nico? Ja. Ja, das ist eher rechts. Sascha. Die Schüsse. Hey, wir laufen südwestlich so jetzt. Digga, jeder Spieler im Umkreis hört es. Aber wir sind eigentlich noch ziemlich weit weg. Vielleicht ist hier noch irgendwo eine Base und irgendjemand versucht sich die auch zu öffnen.
Digga, ich bräuchte halt nur ein Beil, ich könnte alles aufmachen. Wer vielleicht doch ein Dorf oder irgendwas vor euch habt, guckt mal, vielleicht findet ihr ein Beil. Vielleicht. Beil oder ein Brechstange, irgendwas. Was für Würstchen sind? Also du meinst die Cabanossis da? Hm, gerade nicht. Die müssen doch irgendwo Werkzeug haben. Ja, aber wir laufen nur westlich. Ich gehe jetzt mal den Turm hoch, vielleicht ist da oben irgendwas. Habt ihr gehört? Ist das schon Beil oder irgendwas? Ja, ja, da hier vorne ist ein Dorf. Beil, Brechstange, Vorschlaghammer. Vor uns ist ein Dorf, das können wir looten. Warte mal, eine Kirche. Welche Ort hier hat denn jetzt eine Kirche? Pogorevka hat eine Kirche, ja. Wenn wir gleich Pogorevka sind, können wir gucken, dann haben wir es auch nicht mehr weit zu dir. Das glaube ich jetzt hier oben nicht. Ich habe noch eine LR. Ja, ich kann zwei LRs abdrücken. Nice. Einfach mal die stärkste Waffe im Spiel, gleich zweimal. Hier ist noch was. Bitte, wird das was drin sein? Ja, ein Beil! Sauber. Dann lass direkt hin. Demontieren. I'm free! Ich will gerade gucken, was das jetzt wirklich hier für ein Dorf ist. Oh mein Gott, werden die sich ärgern. Digga, wir klauen jetzt gleich einfach ein Humvee. Hast du ein Ortsschild gesehen, Keanu? Mhm. Ah, da. Ich geh mal kurz in den Laden. Ja, da ist auch noch ein Brunnen, wenn du willst. Potopo. Nee, lass hier. Ah, wir sind Rogovo, sind wir. Das heißt südwestlich weiter. Nichts. Scheint auch gelootet. Ja, kommt straight hierher. Ihr könnt euch ja, hier equippen alles. Komm. Ah, da hinten sehe ich schon den Turm. Ja, zieh durch, Alter. Ja, der ist gerade erst aufgeploppt. Ich habe gleich die zweite Wand offen. Damit packen wir den Humvee mit dem wichtigsten Zeug und dann ziehen wir durch. Ja. Wir können sogar ein Wagenzelt mitnehmen, ne? Hallo Hexer. Ein bisschen, ja. Und dann sind die Tränen über die Backen gelaufen.
Oh, Schutz. Also die letzte Wand mache ich erst auf, wenn ihr da seid, weil sonst ist hier offen und jeder kann reingehen. Wir sind gleich da, 2 Minuten oder so. Wir wissen ja nicht, ob außenrum noch welche sind, ne? Einfach reinstürmen. Das mache ich ganz bestimmt nicht. Also ich war ja gerade auf dem Turm oben, da habe ich nichts gesehen. Aber wir sind uns auf jeden Fall gleich bei allen. So viel steht fest. Also wenn wir an der Waldgrenze sind, am dichten Wald, sage ich dir Bescheid, dann kannst du eigentlich anfangen. Ja, sag einfach, wenn du gegenüber vom Haupttor bist im Wald. Wenn du das Tor sehen, du bist von vorne. Dann mache ich auf. Hier ist nämlich noch eine Menge Loot, wo ich das lenken könnte. Schotz. Ist einer von euch gerade gesprungen? Nein, nein, das sind nicht wir. Oder aus doch, ich bin eben hier auf dem Feld gesprungen. Ja, dann habe ich dich wieder übers Headset gehört irgendwie. Und die Schüsse sind sehr nah, glaube ich. Digga, die haben hier 2, 3, 4, 5 Minen. Digga, ich snack das mir alles mit hier. Ich pack gerade den ganzen Wagen voll mit Sachen. Wir sind jetzt am Haupteingang. Warte. 3. 2. Wir sind am Haupteingang. Komm mit gleich. Ich bin da. Wir liegen hier im Gras. Junge, was ist das, ein Kuh hier, oder? Was ist? Da läuft einer! Was? Ja, ich bin es, ich bin es. Mein Gott. Moin. Offen. Einer muss jetzt hier die Türe im Blick behalten. Kiano, pass du auf. Ich lade das Zeug alles ein. Hier drin sind die LARs, Sascha, in Humvee. Nimm da eine. Und hier hinten sind die ganzen Unterstände. Haben die auch Mechs? Ja, guck hinten hin. Max für die LR glaube ich nicht. Habe ich nichts gesehen. Das Wagen zählt nämlich auch noch mit. Aug. Ist hier noch irgendwo was? Hinter dem Wachhäusel ist noch ein Unterstand. Und in der Barackgebäude da hinten ist auch noch eine Holzkiste, aber da ist glaube ich nichts Wichtiges drin gewesen. Lemas Max. Ja, aber die kannst du halt nicht laden, ne? Im 4 Muni. Auch nur 10 Schuss weg. Ich nehme die Max mit, weil die muss ich dann alle rausladen, das Zeug. Ich nehme mir ein paar KA-Max mit, die hier drin sind. Hier ist auch so übertrieben viel Munition für die SKS. Jetzt muss ich alles dann umladen. Ich guck mal in dem einen Unterstand da hinten. Im Gefängnis war jetzt nichts. Ne. Nur hinter dem Wachhäusel, da war das Werkzeug halt drin. Ja, und
essen. Also ich werde zu zwei Minen jeweils eine am Eingang vom Gefängnis platzieren. Oh, bitte erst, ich muss ja auch noch looten. Im Gefängnis ist nichts unter der Baracke. Ist alles im Auto drin. Da ist alles sicher, wo du hingehen kannst. Turm ist auch nichts, ne? Bewach du mal die Türistasche, dass der Ding sich die Waffe nehmen kann. Okay. Bitte nimm eine Waffe in die Hand. Ja, ja, ich hab grad. Hier drinnen der Wagen. Da ist eine LAR drin. Okay, dann. Ich die AK, glaub ohne diese Baracke hier nebendran auch nicht durch die Türe gehen, da liegt auch eine Mine. An beide Häuser nicht reingehen. Komm, das geht doch ganz einfach. Aber die LAR. Server restart. Ja. Zum Glück habe ich die alles ins kein, Auto reingemacht. Die hatte kein Magazin. Die eine hatte keins gehabt, ja. Die eine LAR hatte eins, das andere hatte keins. Ah, nee, dann passe ich, ehrlich gesagt. Vor allem, weil es auch 308er Muni schießt. Ja, LAR-Max finden wir halt dann in Tizzy, da fahren wir jetzt dann hin. Alter, ich merke es jetzt, ey. Ich hab ne Was? Ich hab Sprachnachricht. Gott. Oh, es ist peinlich. Ich bin kurz pissen. Jupp. Warum hast du Taschenlampe an, Pupsi? Der Server braucht ganz schön lange, ey. Der ist irgendwie ganz schön lange weg, der Server. Gleich sind wir gebannt worden. Ja, er ist wieder da. Bin wieder drauf. Jo, ich auch. Wohl Warteschlange 3. Join. Oh, die AK ist noch da. Gott sei Dank. Wahl ist besser als die SKS, oder? Ich glaube.
Du läufst, gell? Ich bin gerade kurz gelaufen. Gut. Hast du irgendwas geladen? Nein, nein. Obwohl, doch, doch. Aber das war jetzt ein bisschen vergangen. Ich habe mein Magazin rausgemacht. Ja, dann war das vielleicht das. Aber du läufst gerade so ein bisschen, gell? Ja, weil du mich verunsichert hast. Mensch. Ich gehe wieder drauf, ne? Wir sind schon drauf. Ah, okay. Also nochmal, ne? Von den Gebäuden wegbleiben. Ja, ja, ich stehe vorne am Tor. Nicht in die Türen reingehen. Ja. Wenn die wieder herkommen, Alter, haben die eine schöne Überraschung hier. So, drei Minen haben wir noch. Das kommt mir auch bekannt vor. So, die Strahlen nehme ich noch. Die M16 kann ich ja wegmachen, ja? Ja. Ich glaube nicht, dass die jemand braucht. Wenn ich eine M4 finde, ist die M4 da, Digga. So was, man. Hier ist noch eine Desert Eagle mit dem Magazin. Nö, ich habe gerade alle meine Pistolen. Mach ich sie weg. Das ist Tor im Blick, ja? Ja, ja, stehe hier, ich hab's Tor. Ja, mach ich mal. Ach, die Wahl ist gar kein Snall. Oh, wow. Na, das ist die Maschinenpistole aus Stalker. Die Schallgedämpfte. 9 Meter. Wieder ins Auto, oder? Ja, nimm erst mal mit, die sind gute Zombie-Killer-Waffe. Auch Spielerwaffe, also die tötet gut. Die ist halt extrem leise, ist die. PTSK ist wieder mit. Wo steh hin? Einfach die spawnt. Wow. Hier ist eine SKS hinten. Bei mir. Da am Boden. Ach, hast du sie da hingeschmissen? Nee, ich hab die gerade gefunden. Ja, das war meine wahrscheinlich. Hier ist zwar noch eine Menge Munition an den Zelt, ne? Übertrieben viel Munition. Für die AKU, ne? Der für die SKS ist das und die KM. Das ist die 762 ist das. Bärenmuni. Ja. Ich mach gerade den ihre Unterstände weg, dass das Zeug despawnt. Ist auch gut für den Server, wenn das weg ist. Boah, wenn die sich ärgern. Weißt du, wie ich reinkommen bin? Außen am Stein. Das ist doch der Stein, wo du über die Mauer springen kannst. Ja. Und da haben sie eine Mauer hingebaut, aber sie haben es nicht richtig hingebaut. Man konnte trotzdem drüber springen. Und dann war ich drin. So, die Unterstände sind alle weg. Der Wagen ist erstmal voll, damit wir den nochmal aussortieren. Oh, Abflug. Erstmal alles in Sicherheit bringen.
keinen Harry Potter machen, ne? Ach, wenn's passiert, kann ich auch nichts machen. Soll ich das Tor aufmachen schon? Erstmal einsteigen. Ja, ich mach das Tor schon mal auf, dann können wir einfach rausfahren. Kann nur kommen. Das Gute bei dem Wagen ist halt, der steckt halt auch einiges ein, ne? Mach Tür zu. Kannst nicht glauben, dass wir einen Humvee haben. Hm. Das ist so ein Checkpot. Ja. Ja, stand bei den Spielern und so, ne? Was? Aber mit Beginner-Rucksack und so. Das war ein Zombie. Na, das war ein Spieler. Der stand gerade. Dann lass ihn stehen. Wo soll ich denn hinfahren? Ja, Tizzy hoch, oder? Tizzy in Trotzkoje, oder? Airfield. Besser den Wagen auch verstecken. Der Wagen gut verstecken, Alter. Dann despawnt da auch nicht, wenn was drin ist. Goldgrube, Digga. Digga, hier wird es im Auto gerade voll warm. Ja, ich hab gefurzt. Das lässt sich vielleicht richtig gut Auto fahren. Ja, ich merk's. Ich hab keine Lecks, nix. Der Server.
Shot! Oh. Ui. Ich hab nichts gehört. Von hinten trifft uns eh nicht, weil von hinten sind wir gepanzert. Ja, einfach weiter. Oh, Nico. Oh. Ja, ich darf nicht zu schnell drehen in den Kurven, der kommt sehr schnell ins Schleudern. Ja, sobald du ein bisschen auf die Wiese kommst, fängt er an ins Schleudern zu kommen. Ah, sind wir wieder bei unserem Dorf hier. Lobatino, wo wir unseren Fight hatten. Ja. Wo wir vom Server geflogen sind. Ah ne, das hier. Achso, das meinst du. Wow. Wirklich stehen bleiben. Ja, ich muss gucken, ob der Ersatzteil hat. Ja, am besten so lang raus. Nee, der hat gar nichts. Der ist auch ganz schön kaputt. Das sieht für mich aus, als wurde der abgefangen hier. Vielleicht war das auch der, der auf uns geschossen hat eben. So, und hier hatten wir das, wo wir im Haus drinne waren. Wo ich doch ohnmächtig geschossen wurde. Hm. Da hier rechts war das. Wo du gestorben bist, das war auf den Gürtel geschossen wurde im Haus drinne. Ach so. Wo der Tyrone auch dabei war. Und Keanu dann später auch dazu kam. Und dann sind wir ja von hier aus nach Lobatino und da war da der Scheiß. Achtung, Zugschienen. Harry Potter! Flupp! Schläft die schon? Bin gleich wieder da. Also so gut Autofahren gab es schon lange nicht mehr. Ja. Dass es so gut lief. So flüssig vor allem auch.
Wölfe. Habt ihr die gehört? Ja. Ja. Die Baracken waren zu. Wie bitte, Keanu? Die Baracken waren zu. Ich weiß noch, wie du mit der Olga hier gegen Schild gefahren bist. Können wir mal bitte appreciaten, wie gut ich gefahren bin, Alter? Das war ja perfekt. Ja, Keanu, hast du die Wölfe gehört? Ja, habe ich auch vorhin gesagt. Achso, ja, ich hab dich kaum verstanden im Auto. Er hat's als erstes gesagt. So. Spitzohr Larry, Alter. Also von mir aus, könnt ihr kurz noch warten oder schon mal vorlaufen. Ich muss erst meine Munition hier nachladen, alles. Ja, mach ruhig. Ich muss auch, ich entlade auch kurz ein paar Magazine, weil ich habe ganz schön viele. Also die Glückhertz habe ich rausgemacht, ne? Mhm. Der Wagen bewegt sich nirgendwo hin so lange. Wenn wir später aufhören, müssen wir noch einen Ort suchen, wo wir den Wagen verstecken. Hm. Ja, und solange wir den haben, kommen wir überall schnell hin. Digga, sind das viele Magazine. Voll die heftige Stelle hier, Alter. Da kannst du voll einen Hinterhalt machen. Mhm.